So, heute wird geschossen. Wir spielen heute Dead Second. Und Dead Second ist ein Ballerspiel. Ich habe mir jetzt nur kurz vom Kollegen vom Sascha das jetzt angeschaut, also vom VR Bytes. Man ist auf fixe Positionen, muss von dort schießen und so weiter und so fort. Mehr weiß ich jetzt selber noch nicht. Ich will es jetzt selber unbedingt ausprobieren. Es schaut auf jeden Fall sehr cool aus. Ich glaube, er hat es auch sehr gut bewertet. Die Bewertungen im Store sind gut, die Bewertungen im normalen Oculus Store sind gut, im Apple App Store sind gut. Das Spiel kostet 9,90 €. Werde ich dann drunter genauso wieder verlinken. Ich habe einen kostenlosen Zugang gekriegt für die PC-Version und für die Quest-Version. Heute spielen wir die Quest-Version direkt und wir gehen auf ins Spiel und schauen uns das Spiel jetzt noch einmal an. Ich bin's, der Uwe von We Are Madders. Los geht's. So, wir spielen den Dead Second, 10 Euro im Apple App Store, also im Oculus Store. Ich werde es dann runter gleich verlinken. Und es geht los, hätte ich gesagt. So, thank you for playing Early Access of the Build of Dead Second. We will be adding more content soon. Also, das ist einmal der erste Teil, es kommt mehr in Zukunft. So, dann fangen wir mit dem Tutorial an. Das schaut schon einmal kastelig, aber schön aus. So, da haben wir jetzt an die Move-Tasten. Hold, Point, Release. Das heißt, ich drücke da drauf, dann sagt er mir an, wo ich komme und sobald ich da hergehe, bin ich da. Dann das gleiche wieder, daher. Dann werden wir natürlich die Waffe nehmen müssen und Shoot the Touch. Jetzt schauen wir uns das einmal alles an. Die Waffe glänzt, schaut richtig cool aus. Oh. Kimme und Korn hat jetzt funktioniert. Halt. Put the gun down to reload. So, shoot the Dutch jetzt. Ah, da oben auch noch. Merkt. Was das? Move to the cover point, das heißt wieder Taste drücken. Okay, Stand Cover oder Crouching Cover? Wir nehmen mal Stand Cover. So, nachladen auch. Halt. Wow! Hey, ist das cool. Alter Schwede, ist das geil. Also, ich kann ja jetzt schon mal sagen, für einen 10er macht das jetzt schon Spaß. Clear. Dann haben wir wieder den Rücken, dann gehen wir da vor. Okay. Aha, aufs Herz schießen bringt die Energie zurück. Apropos Energie. Wo ist die? Keine Ahnung, wo die Energie ist. Aber wir gehen mal zum nächsten Punkt. So, da ist ein K-Gegner. Aber ich habe schon vom Sascha was gehört, dass nur, wenn er blau ist, wird kommen Gegner, das heißt, sobald ich mich da jetzt herstelle, kommen angeblich keine. Okay, das war Irrtum. Wow. Ja! Das macht ja richtig voll Spaß. Tutorial complete, ja. Gut, war jetzt nicht allzu viel zum Lernen. Gunshop. Die haben wir schon, die ist owned. Und die können wir kaufen, dazu fehlt uns aber natürlich die Kohle. So. Assignments. Dann gehen wir es an. Wir were alert. Also scheinen wir mindestens 4 Levels zu geben. Und die wir aber nicht allzu viel spielen, weil sonst macht das gar keinen Spaß mehr. Easy, so, grab a weapon. Haben wir eh noch die alle? So, wir sind mal wieder in dem Spiel. Es schaut noch immer voll cool aus. So, jetzt gehen wir schon aus. Einfach drücken, loslassen und man ist. Uga, Katuga. Aber ich kann ja richtig auf die Seiten sagen. Ist das geil? Ist das geil? Ist das geil?
Hä? Nur nicht du. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Aber ich sehe gar nicht, wo meine Energie ist. Genial ist, aber die Waffen raucht. Und gut ist, dass er immer schreibt clear. Das heißt, ich weiß auch automatisch, dass ich fertig bin. So. Da ist nichts. Gehen wir zum nächsten Punkt. Passen wir gleich wieder auf. Da ist auch nichts. Es kommt keiner. Nächster Punkt. Da wird wahrscheinlich jetzt auch keiner kommen, weil da die Türe ist. So. Kommt da wer? Keiner. Ich hätte gesagt, ich nehme den Platz da. Boah, der Frankie kommt ja vorbei. Boah, der da oben. Boah, Mamma mia, Uga Katuga. Also das ist ja cool. Wo bin ich jetzt? Aha, jetzt muss ich aber leider. Hilft nichts, da noch einmal spülen. Vielleicht lässt ihr aber für euch, weil ich die PC-Version auch gekriegt habe. Noch einmal die PC-Version. Weil ich jetzt neugierig bin, wie die ist. So, da kommt eh keiner, aber. Gibt es da irgendwo Sachen, die man beachten muss? Also Schuss sind einmal zumindest schon unendlich, das ist schon mal gut. So, jetzt nehmen wir den für Position. Meinst du das nicht besser? Du nicht, weil du hast mich früher überrascht. War jetzt leichter wie früher. Also hängt sich sehr viel ab von der Position, auf die man sich stellt. Na? Mal die Hand ein bisschen vorteilen. Ah. So, wo ist die? Ah, da, Herz 3. Jetzt sieht es, also hinter den Pistolen ist die Energie. So. Man muss sich direkt dahin bucken, damit er sich dahin bewegt. So. Oh, der war aber gleich in die Birne. Komm mir am Weg, das ist schon geil, dass man die Waffen so rausputzt. Ah, ich kann sogar sofort weitergehen. Ich habe geschaut, ob da oben wer ist. Ein bisschen dran kann ich mir auch. Aber das mache ich dann eher, wenn ich allein spiele. Wenn ich allein spiele, kann ich nämlich da natürlich mich bewegen, wohin ich will. Das kann ich jetzt nicht, weil das muss ja fürs Video passen. So. Dann, wie gesagt, wir gehen zuerst daher, da wird jetzt zwar wenig sein, weil da haben wir ja gerade die ganzen Gegner gehabt, halt, Herz. Jetzt haben wir wieder drei, ich weiß zwar nicht, wie viel das höchste ist. Hm, oh, nur auf der Geraden. Steht ziemlich frei da. Das ist mir schon lieber. Wo clear draufsteht, ist clear drin.
Die anderen Sachen kann man noch nicht zerschießen, aber vielleicht kommt das ja auch noch. So. Ich kann aber ein Stückchen vorgehen. Gehen wir wieder zurück. Wow, man kann also sofort wieder zurückwechseln, also ich finde das so cool. So, gehen wir mal davon aus, dass da jetzt wer kommt. Zwei gute Schieße sind schon mal gelungen. Wow, da war man schnell da. Wow. Man muss immer genau dahin zeigen. Boah, zwei Leben habe ich wohl noch. Also immerhin kann man Scheiben zerschießen. Boah. Muss ich noch aufpassen, ob der Charlie von links oder? Du nicht, du. Bin ich schnell gegangen. Das war jetzt hoffentlich kein Fehler. Double Kill. Also wie gesagt, ich bin froh, dass der mal erklärt steht, dass man wenigstens weiß, dass man durch ist. Shutdown! We are made us! So, jetzt haben wir da, war nur ein Stern, also war ich nicht einmal so gut. Aber wir gehen mal nochmal zurück, weil wir wollen nochmal versuchen, jetzt im Gunshop. Vielleicht haben wir jetzt genug Kohle, noch immer nicht. Wo sind wir denn? 3000? Boah, nur so wenig. Gut, hilft eh nichts, dann müssen wir noch mal spielen. Aber ich nehme natürlich trotzdem das nächste Level, das spielen wir noch. Das zeige ich euch auch noch. Friends, schauen wir mal. Friends, Toxic Darkness, Rang 67. Sascha. Der Sascha ist auch drin. Wir werden mal schauen, dass wir Sascha schlagen. Ach, Rang 67, ich glaube. Ich glaube, da war er wahrscheinlich besser wie. Achso, das habe ich noch gar nicht gespielt. Dann müssen wir mal das erste Level nochmal schauen. Moment. Level 1, Friends. Da ist er nicht drin. Hä? Habe ich der Schwierigkeitsstufen vielleicht? Ah, 58. Und ich bin 193. Okay. Sascha war besser. So. Easy. Toxic Darkness 67. Da wollen wir das jetzt nochmal probieren. Wow, aber es schaut einfach cool aus. Also es schaut wirklich cool aus. Bevor du nicht auf diese Typen schießt, tust du da eh nichts. Ne, komm raus. Also die Variante, die Idee von dem Spiel finde ich echt cool. Das hat man schon gesehen. Wieder ein Leben verloren, nachher so wie kannst du gesehen. Ja.
Ja, da kann man sich Gott sei Dank ganz gut schnell umstellen. Double Kill! Also allein wie echt das gemacht ist, da durchzuschießen, ist wirklich geil. Also das Spiel ist ja wirklich einmal. Zwei Herz habe ich wohl noch. Schau, ob da irgendwo eins versteckt ist. Boah, jetzt schon. So, für mich wieder. Oh. Der ist so ein versteckter kleiner Geheimtipp, das Spiel. Oh, im Keller. Mamma mia, hä? Wohin? Wohin? Hä? Achso, ich muss einfach mit dem Lift weiterfahren. Jetzt haben wir schon gehört, das ist Fehler. Ich spüle schon den ersten Fehler. Da ist mein Herz da dort. Da war nur noch ein Schuss gefällt. Herz, passt. Ist ja schon clear da gestanden, oder? Ah, jetzt muss ich rausgehen. Jetzt gucken Sie die Bahn, wenn das auch noch ist, ist ja voll geil. Na, ist der Ausgang. Yes. Ja, da hat der Sascha ja alles übertroffen. Ganz schön, aber ist ja noch immer nicht. Also 9000 haben wir jetzt. Da nehmen wir natürlich die große Buffy. Phoenix, Falken. Okay.
bin natürlich selber neugierig. Dann spielen wir das dritte Level auch noch. Grab a Weapon. Ist das die Stallone? Ist das die neue? Jetzt habe ich sie nicht aufgepasst. Wohl, die klingt anders. So, dann spielen wir jetzt noch eine Runde. Eigentlich wollt ihr nicht mehr. Ich muss euch sagen, das ist sowas von genau gemacht. Wahnsinn. Boah. Oh, dass der nicht gleich geschossen hat. Leben. Boah, Herz. Das ist nicht so verschlossen. Spaß machen das. Kommt der jetzt da oder da? Jetzt doppelt habe ich schnell noch einmal. Also das ist ja, weil ich das Level jetzt überstanden habe. Ja, was jetzt? Achso. Mir Headshots machen. Und
3 mit einmal erwischt, das ist schon mal gut. Kommt davon, wenn man zu einer geht in den Raum. So. Jetzt kommt man nicht durch. Jetzt kommen wir. Konzentrieren wir uns ja voll auf die Headshots. So. Das hat der Sascha, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Okay. Ja, wir gehen auf zum Fazit. Also das ist ja wirklich ein Hammerspiel. Für 10 Euro Pflichtkauf. Ich gebe sogar 10 von 10 Sternen, also so gut Spaß hat man, Spiel schon lange nicht mehr gemacht. Gut, wir gehen auf ins Fazit von Dead Second. So, zurück hier beim Fazit von Dead Second. Also ich muss sagen, seit langem einmal wieder, dass ein Spiel so tollen Spaß gemacht hat wie das Spiel. Also ich muss wirklich sagen, lieber Entwickler, da ist dir ein Top-Spiel gelungen. Vor allem noch dazu für einen wirklich fairen Preis. Bei 10 Euro für das Spiel, das kann ich euch nur empfehlen. Kauft das Spiel, das macht irrsinnig viel Spaß. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob es noch die 4 Level, die was jetzt gewesen sind, gleich weitergeht oder ob das nur die 4 Level sind, die man in verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen kann. Aber auch wenn, ist ja das schon ein 10er wert. Von der Spielspaß ist gut, die Grafik ist gut, es ist wirklich gut gemacht. Das heißt, du buckst dich wirklich am Boden, du weichst den Kugeln aus, es funktioniert. Erste Sahne. Also für 10 Euro Dead Second unbedingt kaufen von mir. Glatte 10 von 10 Punkte. Also ich habe selten so einen Spaß gehabt mit einem App-Lab-Spiel, sage ich noch dazu. Also das gehört schon gleich wieder in den offiziellen Oculus Store. Das ist top. Das Spiel ist wirklich top. Wer von mir noch kein Abo hat, bitte ein Abo da lassen. Ja, und ansonsten gibt es ja kaum noch was zum Sagen. Kauft euch das Spiel. Ihr links, verlinkt drunter. 10 Euro. Viel Spaß damit. Euer Uwe von We Are Matters.